ich wundere mich halt irgendwie. Das ist doch alles. Oh! War durch Zufall so, er war hinter mir. Also ich wüsste aber, dass das. Den Badeklubbel, okay, dann haben sie echt. Ich glaube, wenn ich jetzt meine Erinnerung richtig habe, ja. Wie gesagt, aus 2 von 3 N64-Tags kriegst du Eier. Mhm. Da kommt einmal der Jinju. Nee, da kommt, glaube ich, dieser Homing-Code. Mhm. Und dass du zielsuchende Eier hast. Und das mit dem Jinju. Da müsste eigentlich nämlich von Anfang an ein Ei da oben liegen, was du mit Kazumi eigentlich ausgerufen müsstest. Ja, und der dritte Pack war der Ice Key. Genau, und das ganze Ende also kommt dann später. Der kommt erst dann später, wo man den einsetzen muss. Eigentlich weiß ich auch wieder, warum ich mich an 3 Eier erinnere, obwohl es nur 2 zum Ausbrüten gab. Ich glaube, da lag halt an sich einfach ein normales drittes Ei rum, was Kazumi ausbrüten muss und was sie dann in Jinju gebracht hat. Haben wir jetzt einfach so viel Stop-and-Swap-Eier gemacht. Okay. Hallöchen, Risi und Tina, schön, dass ihr zwei da seid. Freut mich. Hallo. Das ist los, Leute, die erste Welt freischalten. Ja, voll episch schon wieder das Secret-Sequenz-Dings da hier. Guckt ihn euch an, ey. Du, dicker Björn. Hat den Tempel des Heiligen Puzzler betreten. Wer, ja, du? Dritte erforderlich heute einen Monolithen. Will er prüfen, ob er wert ist, einzutreten. Hat deine Fresse eintreten. Los, Kesu, Attacke. Party time! Ja, so fies, wie Benjo sich darüber freut. Doch. Das war ja auch im Emulator immer so fies, weil das Bild so verpixelt war. Minty, danke dir fürs Folgen, willkommen in der Community. Er muss das Bild völlig vervollständigen, weil er Ahnen reisen möchte. Du musst ja einen Lippenstick mal an. Wie der dicke Typ da war mit dem Geld. Er ist richtig YouTuber, ey. Streamer. YouTuber und Streamer, Leute. Die Geräusche, ey. Wie sehr wünsche ich mir einfach, Mann, vielleicht ist ja die Switch einfach echt so mega heftig erfolgreich, dass vielleicht einfach Microsoft einfach sagt, ja komm, hier haut die beiden Arcade-Versionen einfach auf die Switch raus. Kazooie und Tui. Na, der Xbox-Chef hat ja... Irgendwie haben wir einen Deal. Der hat ja auch gesagt, jo, ihr könnt immer noch mit Banjo und Kazooie gerne irgendwas machen. Ja, sicher, also ich muss echt nur Nintendo da hochbringen. Ja, eigentlich muss nur Nintendo immer sagen, jo, können wir jetzt hier spielen oder so. Apropos, erstmal wieder auf Nintendo, Limbo und Inside kommt für die Switch. Also die Switch ist so eine Multigaming-Konsole geworden, war voll krass. Voll geil, weil ich mit Inside Let's Play, weil ich einfach immer schon machen wollte, als Nachfolger von Limbo, kann ich das auch quasi als Nintendo-orientiertes Projekt. Nee, weil die Switch-Version ist. Voll geil irgendwie. Also bleibt denn Limbo echt mein Ausnahme der Regelfall. Das einzige Spiel, was ich wirklich auf dem PC Let's Play habe. Die Twitch und Stream sind ja ausgenommen, aus vor. Genau. Alter, ich freue mich schon richtig auf die erste Welt. Die kann ich ja auch schon ziemlich weit vervollständigen im ersten Durchgang, ne? Genau. So, jetzt warte mal, jetzt muss ich mal. Hier ist ein Steamboot-Ausgang irgendwo. Der ist richtig krass. Da hätte ich lange nicht gewusst. Oder ich hab's mal vergessen oder sowas. Ja, ich bin einfach schön, ein bisschen mal so ein Schild und einfach B. Ich hab schon gedacht, vielleicht kann man dann die Wand kaputt machen. Okay. Ja, das geht halt nicht gewusst. Das sah aus wie eine richtige Textur. Und dann bist du halt einfach hier bei 3 Schildern. Ich weiß nicht, was das soll. Warst du schon auf dem Dach des roten Jinju-Hauses? Da ist der Notenschlüssel, einfach den man da findet. Das Schlück ist hier heute im Hex-Hex-Park. Ein Eierbehälter gefolgt von Jingaling. Ein Eierbehälter gefolgt von Jingaling? Ja, das ist ein Code. Das ist ein Cheatcode. Und da musst du irgendwie, Eierbehälter ist ein Nest. Gefolgt von Jingaling ist, glaube ich, Wo hing da mal das Passwort? Das musst du selber zusammenknobeln, dass das auf Englisch irgendein Passwort heißt. Eierbehälter ist Nest. Krass. Gefolgt von Jingaling, was soll denn das jetzt sein? König. Genau, das Passwort ist Nest King. Genau. Das ist ein Passwort, was du jetzt hier auch in dem ersten Level einnehmen kannst. Nest King hast, dann hast du einen endlichen Schuss. Da gehen wir ein, Leute. Ist ja geil. Haben wir gefunden, legit, im Spiel. Und hey, wir haben es mit unserem Brain zusammengeknobelt. Hi Lara, schön, dass du da bist. Ey, Marcel, das müssen wir eingeben. Wenn das klappt, Alter, wow. Das ist aber geil, oder? Dass die sowas einbauen. Heike als Kitten gefunden. Ich wäre jetzt trotzdem nicht drauf gekommen, also. Ja, ihr seht ja, Leute, es ist gut, einen Nintendo-Profi wie Looks Like Link dabei zu haben. Und hier ist gleich die erste Honig, war aber richtig geil, aber da komme ich noch nicht rein. Hey, Litty, hallo. Ja, da komme ich noch nicht rein, Leute. Scheiße. Ich muss mal gucken, wo ich hier anfangen kann, weil das Level ist ja doch tatsächlich für ein erstes Level schon sau umfangreich. Das ist so krass, stell dir mal vor, ihr kennt Banjo nicht und holt euch erstmal das Spiel als erstes Spiel. Ihr denkt euch so, wow, Alter, was ist hier los?
Wie man auch immer sagt, ey, früher die Spiele waren halt echt schwer als Kind. Ja, ja. So, ich guck grad schon, ob hier noch irgendwo Noten waren zum Beispiel. Jetzt sag ich mir halt, von wegen Banjo-Tooie, das ist echt ein Spiel, das dauert nicht so lange. Das ist schön, das ist geil, das ist ein sehr umfangreiches Spiel, aber irgendwie, das spiele ich über andere Spiele als normal so viel Zeit mit dem Spiel zu investieren, weil ich es ja schon mal 100% gespielt hatte. Ja, hast du schon recht. Alles ja, aber es ist ein schönes Spiel, aber als Kind denkst du halt immer, du hast ja keinen Überblick, ey. Verlierst doch sofort wieder alles, wo du warst und. Hä, wo soll ich jetzt hin? Ja, mach hier los, Mann. Aus Blödsinn, das Blödsinn, ich bin nicht hin. Schau dir mal den Typen an, Bettel, sieht aus wie ein Bottles in Uniform. Grüß dich, ich bin Bottles in Uniform, ich bin mein kleiner Brudermann. Wie geht's ihm überhaupt, der Trantino? Seine Brille. Könnte ich da hingeschieben unter der Hand der Hexe Granty. Oh, dazu mehr zu hören. So, Google. Ist halt zum Kampf angetreten? Ja, zum Gartenspiel. Typisch! Na, dann willst du bestimmt einige meiner Spezialmoves lernen, okay, ja, ne? Und zack, schon seelisch verarbeitet den Verlust seines kleinen Bruders. Weil die wissen, dass das alle rückgängig machen können. Der kann doch nur Anfänger-Moves. Ohne meine hochentwickelten Techniken kommst du nicht weit, Mann. Ist doch so geil. Na gut, dann bring doch mal bei. Nicht so ungeduldig, du Schlaumeier! Ihr traurigen Gestalten müsst euch erst bewähren und findet immer Noten. Kommt dann wieder, wenn ihr genug gefunden habt. Einen Moment noch. Oh, wie sehr hast du schon genug Noten? Seht los, hören Schade! Ein Sucher, der wäre jetzt ganz fein. Treffen, ja, ja, auch was von allein. So gibt's dann, dann hast du den passenden Blick. Und auch drücke LT oder RT und schieß mit dem Stick. Oder das ist alles, Mann. Weggedrückt. Dass er da sich verletzt, ist auch alles beendet. Ist auch so geil. Und wieder reinspringen und die Luke geht vorher zu. Und einfach so alles komplett, alles random generiert und so. Hoffentlich sehen wir das. Das wäre cool. Ja, mega nice. Schade, ja. Weil man den Sucher. War das nicht so, dass man die voll easy. Ah, nee, die musste man, glaube ich, sogar wegtreten mit der Statue, ne? Genau, weil das hat jetzt. Die Steuerung, die fand ich immer ein bisschen komisch. Hat der Marcel nicht gewusst? Ich auch nicht. Ich hab's auch nicht gewusst, Mann. Oh, wie mich der scheiß Tempel da drin verwirrt hat. Ja, ja. Der ist mega groß. All diese Spiele waren richtig für den Arsch, die Dynamit-Ding. Da hing ich so lange fest, obwohl ich halt auf Xbox gezockt habe und schon ein bisschen älter war. Ey, ganz ehrlich, das war so scheiße schwer, die ganze Dynamit zu finden. Was muss ich denn drücken? Ich glaub B, oder? Ja, ich glaub B. Egal. Das bringt schwächer geworden, ist egal. Ich gehe erstmal hier lang, weil hier ist gleich der erste Puzzle, was ich mir gönnen kann. Also. Oh, 100 Runden. Du nicht so. Bist du versteckt? Oh mein Gott. Hui! Juhu, du hast mich gerettet! Ab nach Hause! Ja, die Jinjos sind auch hier alle random. Das ist so krass. Du kannst eigentlich rein theoretisch, wenn du den Weißen hast, da war ja einer von, ne? Von den Weißen gibt es, also die Anzahl ist immer gleich, bloß wo die sind, ist immer anders. Genau, und von den Weißen gibt es halt nur einen, du kannst halt rein theoretisch zufällig als erstes gleich den Weißen haben. Hast du gleich einen Jiggy Jinjo Puzzleteil bekommen. Tolle leerstehende Haus. Ja, weißt du, was ich auch nicht verstehe irgendwie, vielleicht hat er was mit der Kapazität zu tun oder sowas. Weil die Welten sind ja viel größer als sie im ersten Teil. Ja. Und trotzdem haben die es sich gespart, 20 Noten zu verstecken durch diesen Notenschlüssel. Stimmt. Die haben echt gesagt, nö, wir verstecken nur einen Notenschlüssel, anstatt 20 einzelne irgendwo zu verteilen. Und warum eigentlich? Warum? Weil die Welten sind ja größer. Ja. Es gibt also mehr Möglichkeiten, die irgendwie zu verstecken. Also, ich will so nicht. Vielleicht wollte es einfach vereinfachen, weil sie nur gedacht haben, ja, Collectathons und so. Ja. Den hat so Bock, jetzt so viel zu sammeln. Machen wir einfach einen Notenschlüssel. Ist quasi schon ein Viertel fast erledigt. So die dicke Kuh, die will erstmal keine Fliegen mehr am Getreide vor, ist irgendwo im Gras. Und ich denke mir nur so, alter Peng. Das ist mit der Steuerung echt fies. Da muss die zweite in Bar, weil ich nicht ran. Aber Homing wäre jetzt gut. Man muss nur ganz leicht antippen, der Lenkrad so richtig krass. Geil, Mann. Ich dachte, ich kann es kaum glauben. Ich hab das liebe Zeit wieder abgesteckt. Du Getreidewitze, meine Güte. Ich glaube, du schuldest uns ein Puzzle. Ja, das ist wohl wahr. Toll ausgekackt. Das ist die halb offene Dose.
Hallo, du Dose. Guten Abend, tschüss, da bist du. Hallo. Is that crazy? Das ist so geil, dass hier nur noch diese Animation gleich kommt und nicht erst diese Sequenz. Voll gechillt, Leute. Aber es ist so groß, wäre ungefähr halt echt Mumbo's Mountain gewesen, aber wenn du durch die Türen durch hier und so weiter, wird es ja noch. Kommen ja noch richtig ganz große Gebiete hier. Ja, ja. So, hier ist der nächste Move, Leute, jetzt wird's richtig krass, der ist cool. Da sind jetzt Noten, die wollte ich mal noch stellen. Schön beim Bumbo. Du hast schon das Wortportal gefunden, Mann! Stell dich einfach drauf und porte dich mit B. Mit B? Die Welten sind so groß, dass sie Warpfelder brauchen. Das ist auch so geil. Da habe ich mir sehr gefreut, dass man sich damit abkürzen kann. Also auch eine coole Mechanik. Da ist eine Kuh. Ich habe Angst vor Kühen. Sie geben Milch. Sie geben Gift. Rastet aus! Dieser Move macht richtig Spaß! Mit Kazooie als Knarre gibst du jetzt Gas! Was Knarre? LT oder RT feuert die Eier! Hoch, ne, hoch wie tief! Jetzt werde ich jetzt in Tabitans Tempel voll mies oder was? Ganz schön anstrengend, was? Ich kann sicher eine kleine Erfrischung gebrauchen! Das ist doch alles! Wer betreten? Alter, jetzt haben wir Kazooie als Knarre! War hier nicht irgendwo? Kommt der Skill oder habe ich den woanders? Habe ich woanders gekriegt, ne? Dieser Skill, der ich glaube, ich weiß sogar wieder, wo der war. Wo ist denn der Skill? Lass uns doch erstmal hier. Lass uns doch mal hier rennen und das fertig machen. Der Tempel ist so böse, ey. Aber wir vergessen, Leute. Scheiße! Alter! Das fand ich immer so geil, so Ego-Shooter. Hm. Hier war doch noch was. Der Blacky hat's entdeckt. Blacky ist so ein cooler Keck. Ein Jiggy-ja. Hol mal. Versuch die beste Waffe der Welt. So brutal, Mann. Ich hab schon richtig Angst, dass ich ihn nicht finde. Oh, ich denke, du gehörst. Du konntest ja Vogelhaltung. Das ist so geil. So geil und so dumm. Das ist ja Vogelhaltung. Ist das Battlefield? Mohun schießen! Ja, aber das ist wirklich schwer gewesen. Die Teile hier sind. Wie viel? 20 oder so, ne? Oh, verschieden. Bei 20 oder so die erste Tür auf, bei 30 die, ach, ja, die zweite. Wenn ich mal sage, die dumm. Irgendwie Tarizats geheime Kammer. Oder irgendwie Tarizats streng geheime Kammer. Ja, ja, genau. Wenn ich jetzt so sehe und so, das ist alles kein Ding und so, das ist alles klar, aber als Kind. Ja. Aber das ist riesengroß da noch zusätzlich, da verlierst halt du so schnell den Überblick. Also ich meine, ihr seht's ja, also. Oh, die Steuerung, man kann ja nicht richtig. Ach, hier rein. Ah, jetzt wurde er fallen. Dann geh ich erstmal hier lang, dass ich hier schön alle, jeden Raum einen nach dem anderen mache. Alter, mach richtig Fast Shot. Alter! Gibt's ja irgendwo gibt's auch ein goldenes Ei, oder? Ja, ja, das gab's auch, genau. Okay, machen wir mal so. Schlechtbar sterblicher, 10 Statuen Gewehr und einer ist in meine etwas heilige Kammer. Etwas heilige. Die etwas heilige Kammer. Hier geht's immer noch weiter. Ist so krass, wie hier überall Teile versteckt sind, warte mal. Da ist jetzt noch was. Wartet ja nicht auf Zeit? Ich glaube das nicht. Zum Glück, ey. Zum Glück. Aber dann war dieses Minenspiel mit dem Dynamit, das war auf jeden Fall auf Zeit. Und da habe ich so oft verkackt. Ja, stimmt, ey, da nicht zu finden. Ey, aber zum Glück ist das immer Zeit. Hier ist ja so viele Wege und hier war ein Jinjo irgendwo. Ey, was soll ich hier verstecken? Hab ich jetzt Wind? Das ist ein Oranger, der erste war ein Brauner. Ach so, okay. Etwas geheime Kammer und die wirklich geheime Kammer. Ja, da musst du alte musst du nur zuerst rein. Weil die zweite ist ja dann irgendwie erst der wichtig, fiese. Ey, so krass. Oh, wir wissen aber, ich hatte hier ein bisschen damals doof fand an dem Spiel. Die Gegner spawnen richtig schnell wieder nach. Stimmt. Dann fällt irgendwann einfach. Dann sind die einfach wieder da. Hm. Also musst du nicht mal weggehen und zurückgehen. Wenn du hier ein bisschen wartest, dann ist gut.
Gefühlt kommen die voll schnell wieder zurück. Das sind scheiße Heimgänge, ey. Ja. Ich werde echt nichts verpassen. Na, hier war der Eingang, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ach nee, hier war die Seagood-Kammern. Nee, doch, das ist der Eingang. Stimmt, du hast recht. Es geht schon los. Jetzt geht's schon los. Warum? Ja, wir müssen ja überall mal lang gehen, ne? Wie groß das Spiel eigentlich für ein Spiel ist, ey. Das ist echt so ein... Wie haben die das gemacht? Hier war ja irgendwo noch so ein Honigglas oder sowas, womit man unsichtbar wird. Bitte. Und hier ist ja hier sind ja die goldenen Eier. Und dann einfach... Mit so einem komischen Vieh hier. What? Das ist so krass, Alter. Einfach spam. Ist beeindruckend, Sterblicher. 20 Statuen gewähren dir Einlass in meine wirklich heilige Kammer. Okay, dann waren es wirklich 20. Den Jinjo habe ich ja auch gefunden und hier ist gleich einer der Kammern. Ja, ich müsste den Kammerraum durch. Welche weiß nochmal welche? Ich gehe mal gleich hier hin, dass ich vielleicht noch goldene Eier nutzen kann. Warum geht trotzdem jemand? Okay, hier ist einfach so die etwas heilige Kammer. Okay. Geil. So, Alter, ich krass aus. Hier war ja nicht mehr, ne? Also habe ich jetzt unbedingt mehr. Nö. Und jetzt kann ich gleich noch 30 Sekunden, also auch mal 25 Sekunden noch nutzen von den Goldeiern. Geil. Schnell durch da. Und weil ich ja echt, glaube ich, auch heutzutage nicht mehr schaffen würde, ist diese Stellen, wo du Abend mashen musst. Ja. Die schaffe ich nicht. Ich bin da zu langsam für. Wer soll denn das schaffen, außer Robin und du? Ich liebe ja die Mario Party 2 Spiele, wo man Buttons mashen muss, Alter. Oh, die kriegen wir doch 0, nichts. Oh, guck mal, Henrik ist da. Hey, Henrik, na? Denki. Hallo. Schönen guten Abend, schön, dass du einschaltest. Halte ein, Stabler. Hast du auch gleich gehört? Ach, du verdienst so leicht einen Boslo. Na, eben gab's ganz easy. Der durchgeredet Totemgott. Alter, what? Eckman Hagezahn, mächtiger Meierhaus-Gottmann des Zielschießens. Sei bereit für dein feilschnelles Ende. Das ist eine dumme Szene. Ich kann meine Beine nicht mehr fühlen. Schnappt ihn, ihr nutzlosen Kitties. Er voll fies, er macht voll seine Handlanger runter so. Und ich kann meine Beine nicht mehr fühlen, so brutal irgendwie. Oh. So krass. Man kann echt, wenn man schnell den RT, den Trigger drückt, dann trotzdem schnell Maschine über Feuer machen, Alter. Bleiben, ne? Genau. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt echt was machen kann. Nur verarsche es oder sowas. Bestimmt wahr. Ich bekomme nur meine heilige Selbstzerstörung zu spüren, ey. Ja, der ist ein bisschen heilig im Kopf, wa? Aber geil, ey. Das ist echt cool hier. Also, war sau kreativ. Als ich erstmal hier drin war, ich dachte mir so, was? Ego-Shooter? Was? Hä? Ja, aber echt nur noch große Genre-Mix da eingebaut. Headshot. Headshot! Ja, das wusste, das kommt ja noch dazu, dass sie da einen Multiplayer eingebaut hat. Ja. Und da konntest du halt wieder eigentlich spielen. Mit Mumbo und halt dem Jinjo, den wir vielleicht. Mit Grunty. Ey, vor allem, der Hedgehog hat ihn wirklich One-Shot gekillt. Der hat wirklich nur einen Schuss gebraucht. Und der eben hatte wieder drei gebraucht. Der Hedgehog hat ihn wirklich One-Shot gekillt. Guten Abend, Alex. Hallo. Schön, dich zu sehen. Hi, Alex. Naja, Ware hat halt bei James Bond halt üben können. Oh, das ist doch random. Ich hab keine Ahnung, Mann. Wer bist du jetzt hier fertig? Ach, schau mal, Derian ist auch da. Hallo, Land. Aber so viele nette Leute. Komm ich denn wieder raus, oder Kacke? Hm?
Und Banjos Füße. Bin ich jetzt dumm? Warte mal, das war doch. Die spawnen einfach zu schnell nach. Das, wo wir heute noch auf das Let's Battle von Marcel warten. Von Banjo Tooie? Wir wollen ein Let's Battle machen? Wir wollen Let's Battle machen? Hier schön. Schön die HD-Version. Hat ihr die Sachen, dass man mal ein Let's Battle macht? Ich weiß es nicht. Das hat sich nie ergeben. Du bist schon da, dass du die Welt geöffnet hast. Sorry. Ist echt klasse, dass ihr solche Klassiker zockt. Freue mich zu hören, was dir gefällt, Mandy. So, ja, hier geht's doch irgendwo raus. Warte mal. Hey, ich bin doch hier schon fast richtig, Marcel. Ich kann doch nicht hier in der Welt jetzt festhängen, Mann. Ich sag nix. Weil ich selber die Wichs. Kling! Oh, das ist eine schwere Mission, ey. Oder hier Herr Flicken, ey. Kannst du noch Herr Flicken? Der Kampf war fies. Der war echt fies. Oder, also auch hier Lord von Fuck Fuck. Ja. Der ist ja auch voll fies. Ja, das wollte er machen, Marcel. Was du zu deinem LP zu Tui gesagt? Am Ende oder mittendrin, aber habe ich gesagt, ich könnte es mir vorstellen, habe ich gesagt, das machen wir hundertprozentig, Leute. Ich glaube, ich habe bestimmt nur so was gesagt wie, wäre echt cool, wenn. Aber ich weiß nicht. Ich dachte, ich bin ja bei Battle Tui und nicht bei dem Shooter. Na, man weiß ja nicht. Hallo Marcel, schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Hallo. Ey, ich komm hier nicht mehr. Ah, endlich, Alter. Endlich. Los, raus hier aus dem Monsterhaus. Schon den Boss dieser Welt besiegt. Aber gibt's ja noch so eine olle Schlange, gibt's ja hier auch noch. Ja. Aber der Boss von der zweiten Welt war auch so cool hier, der Brichetto Blanco.